10.000 Euro! Wer ist das letzte Schrei? Ja! Digga, was machst du mit Geld? Mein Geld! Mein ganzes Geld wurde geworfen! Digga, was hast du? Hä? Spinnst du? Digga, was? Hä, Bruder? Digga, was hast du gemacht? Leute, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist das Special Kanal von Leontin. Leute, abonniert alle Leontin. Leontin, heute machen wir was richtig krass. Und zwar machen wir heute, wer als letztes schreit, der bekommt 10.000 Euro. Digga, du weißt, ob du schreist, genau. Ja, wir haben drei Leben und die Aufgabe ist, wir müssen gucken, dass der andere halt anfängt zu schreien. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn dir halt irgendwas passiert und du so normal reden darfst du. Das heißt, du darfst heute nicht schreien und ich auch nicht. Also, Leontin, hast du Bock? Ja, ich hab ey Leute, ich habe schon richtig krasse Sachen vor. Ich hole mir auf jeden Fall die 10.000 Euro. Dann würde ich sagen, lass jetzt erstmal in Rewe reingehen und mal gucken, ob wir irgendwie ein bisschen was finden, was wir so benutzen können oder so. Let's go. So Leute, jetzt werde ich erstmal hier irgendwas. Jetzt, ich habe ihm gesagt, dass wir so ganz viel Prime so holen. Dann, und er guckt sich da hinten irgendwie ein bisschen um. Ey, was machst du da eigentlich? Ach so, nur so. Und dann werde ich einfach irgendwas Scharfes oder so reinmachen. Dann wird er so richtig schreien. Ah! Und richtig rumrennen einfach. Okay, Marvin, bist du fertig? Ja, lass uns. Wollen wir was trinken oder so? Ja. Okay. Ja. Ey, warte. Ja, bleib mal kurz hier. Ich muss mal kurz was machen. Ja, okay. So, Leute. Jetzt bin ich hier erstmal bei diesen Schärfen angekommen. Und jetzt werde ich mir erstmal so eine Tabasco holen. Ich hole, glaube ich, sogar Tabasco Klett. Nee. So Leute, ich bin ja da jetzt hochgeklettert, da ist schon einiges runtergefallen. Aber egal, Hauptsache ich habe jetzt hier diese Tabasco. Da sind ja auch selber schuld, wenn die da so auch alles so hochbauen. Aber das Wichtigste ist, dass ich die Tabasco habe, weil ich werde, der wird so rumschreien. Ey, ich sag's euch, Alter. So Leute, jetzt verstecke ich das heimlich. Aber natürlich werde ich gleich bezahlen, keine Angst. Und jetzt werde ich erstmal Marvin rufen, dass wir jetzt Prime holen. Hey Marvin, bist du fertig? Ey, ich war nur kurz auf Klo. Du hast ja, nimm dir die mit. Welche schmecken am besten hier? Ich glaube Brokkit, oder? Nee, die sind zu scharf. Welche sind nicht scharf? Jungs, welche Taktik sind die scharf? Die sind nicht scharf. Schmecken die lecker? Ja, die sind lecker. Ich will das auch schmecken, wenn ich das nicht angeht. Warte, lass mich auch mal. Ja, willst du auch welche essen? Ja. Probier auch mal. Ja, ist schon geil. Ja, ist geil. Ja, lass mal jetzt was zu trinken, Leontin, ne? Let's go. Ich bin Prime immer dann jetzt, ne? Der Eispop, der ist geil. Nee, Dings, ja. Der ist geil. So, lass mal zur Kasse gehen, das bezahlen, ne? Gott. So, Leute, Marvin ist dort hinten irgendwo beim Auto. Jetzt werde ich erstmal hier die Tabasco einfach in seinen Dings reinmachen, in seinen Prime. Alter, dann wird er so schreien. Alter, ich habe einfach das ganze Ding da reingemacht. Alter, jetzt werde ich ihn erstmal einfach so zu einem so einen Battle herausfordern. Wer als letztes trinkt, also wer als schneller das alles fertig macht. So Leute, Marvin ist da hinten. Okay, Marvin, komm! Ja, Digga, da bist du ja endlich, ey. Du bist doch so lange auf Toilette gerade. Boah, es geht. Was geht? Lass mal weiter, ne? Oder was meinst du? Nee, komm, lass erstmal. Ey, ich fahre da richtig so ein Bett raus. Ja? Aber ich schmeiß Kekkeln auf den Boden. Was ist? Kekkeln auf den Boden. Nee, ich schmeiß ihn nicht auf den Boden. Ich hab grad den Müll weggebracht. Ja, der Mann hat eben gesagt, du schmeißt ihn das Zeug daher. Nee. Deswegen bin ich Okay, ich schmeiß nicht auf den Boden. Okay, ich fordere dich heraus, wer als schnellstes sein Prime bringt. 3, 2, 1, los. Bäh, Digga, was ist das denn? Oh, Digga, was hast du denn gemacht, Alter? Hä? Boah. Was hast du denn jetzt verloren? Digga, was soll das? Du hast denn jetzt Leben verloren? Was hast du da reingemacht? Was hast du gemacht? Ich zeig, was ich da reingemacht hab. Ja. Ich hab Tabasco da reingemacht. Digga, Tabasco? Ja. Digga, ich bin richtig sauer, Alter. Oh, es brennt alles. Oh, und ich soll zu trinken hier, Digga. Ey, Leute, ich bin richtig sauer auf Leontin, sag ich euch ganz ehrlich. Das ging alles heute zu weit. Digga, ich bin maximal sauer. Aber was ihr nicht weiß, ich hab hinten am
Kofferraum, das konnte ich jetzt gerade nicht filmen, weil es zu auffällig gewesen wäre, sein Go-Kart eingeladen, ja. Ihr seht gerade, der schläft da gerade. Die Schlafmütze. Und ich werde jetzt mit dem Go-Kart zum Parkdeck fahren. Und dann werde ich das Ding einfach da runterschmeißen. Der wird so ausrasten, wird der, sage ich euch, Leute. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Ganz wichtig, Leute. Abonniert meinen Kanal, macht die 500.000 voll, Leute. Ganz wichtig, helft mir dabei. Und ja, ich würde sagen, abonniert euch gerne. Leontin, wir sehen uns gleich mal beim Parkdeck. So, Leute, ich werde Leontin jetzt erzählen, dass wir jetzt zum Wohnen und Go-Kart machen können. Und so, er weiß es aber nicht. Ey, Leontin, ja? Wunderst du dich schon, was hier oben machen? Ja, was machen wir? Ja, wir machen hier ein bisschen. Ich hab überlegt, lass mal. Ich will mal eine Runde ein Rennen machen. Guck mal, was für ein Go-Kart ich habe. Ey, das ist meiner. Ja, ich habe ihn von dir mitgenommen, von zu Hause. Aber passiert eh nichts mit. Ich bin auch ganz vorsichtig mit, okay? Ja. Darf ich mitfahren? Nein, ich bin Erster. Ja, okay. Wir machen 50 Euro, wer schneller fahren kann, okay? Oder lass mich mal erst fahren. So, Leontin. Ja? Hier ist ja dein Go-Kart, ne? Ja. Was ich jetzt mache? Ja. Wirst du jetzt sehen. Was machst du da? Gibst du auf? Nein. Schau mir die Kohle. Guck mal. Soll ich das runterschmeißen? Hier, hol's dir. Was? Ah, Leber! Ey, was hast du gemacht? Du hast geschrien. Leber! Ja. Ey, Leute, Leontin, oh, das ist voll kaputt. Ey, Leute, ich lauf jetzt ganz schnell zu meinem Auto. Digga. Oh mein Gott, der ist hier richtig kaputt. Digga. Was du gemacht hast. Der ist voll Schrott, der Wagen. Oh mein Gott, der Reifen und so, Leute. Der lenkt auch gar nicht mehr. Ey, Digga, du hast ihn voll kaputt gemacht. So, Leute, ich bin jetzt hier im Fitnessstudio, jetzt wird erstmal richtig trainiert. Ich habe richtig Bock, ich mache jetzt Bankdrücken. Ey, du musst mir gleich mal ein bisschen helfen, okay, dabei? Hilfst du mir gleich? Ja, natürlich. Okay, Leute, let's go, sehen wir uns gleich hier bei der ersten Übung hier. Ja, wir sind ja beim Fritzenmeier in Speyer, kommt gerne noch vorbei. So, Leute, Marvin ist da jetzt gerade am Bankdrücken. Ey, ich werde da ihm jetzt so viele Gewichte drauf machen. Ey, dann wird er richtig schreien. Ich stelle mal kurz die Kamera hin. Ey, Marvin, du machst richtig super. Okay, Marvin, mach mal weiter. Ja, ich bin auch ein bisschen aus dem Übergang, habe jetzt lange nicht mehr trainiert, aber mal gucken. Ey, warte, warte, du kannst doch, wie viel Gewicht kannst du mindestens heben? Ich weiß nicht, aber es war schon gerade beim Maximum, was da gerade drauf war, ne? So, oh mein Gott. Ha! Ja, das ist auch so schwer. Ha! Was ist denn das? Warum geht's? Ey, wir sehen uns! Ey, wir sehen uns! Ey, ich helfe dir erst, wenn du schreist. Ey, dann sehen wir uns. Ey, wir sehen uns! Tschüss! So, Leute, Marvin kriegt einfach das Gewicht nicht hoch. Alter, der liegt da einfach auf dem Boden gerade. Ey, Leute, ich bin richtig tot, ich bin richtig wütend. Mir gerade einer geholfen. Digga, der Zuff, der hat da Gewicht drauf gemacht. Ich bin richtig sauer, sag ich euch, richtig. Digga, meine ganze Brust drauf, wie das ganze Gewicht da drauf lag. Bruder, ist alles rot, sag ich euch. Digga, ich hab hier... Oh, guck das jetzt mal an, wie rot das geworden ist alles. Ist alles wegen Leontin. Ich bin richtig sauer jetzt. Ich sag dir, das kriegt ihr alles zurück. Ey, Leute, wir müssen mal kurz hier anhalten hier irgendwo, ja? Ich muss mal ganz dringend auf Toilette, sag ich euch. Ja. So, ich geh mal eben... Oh, ich muss ganz dringend pinkeln. So, wir sehen uns gleich. Ich schreibe mal in die Kommentare, wie ihr den Porsche findet. Hashtag Porsche in die Kommentare, Leute. Marvin ist da jetzt gerade richtig am pinkeln. Alter, oh mein Gott. Und ich werde so Rache haben. Alter, ey. Ich werde hier erstmal hier sein ganzes Geld nehmen. Ey, er ist so dumm. Wieso hat er eigentlich sein Geld da hingetan? Alter. So, ich will dir was zeigen. Hey, was denn? Ich will dir nur kurz einen Trick zeigen. Ja, okay. Digga, Leute, wo läuft der Leontin jetzt hin? Was ist denn jetzt los? Warte mal, wo ist eigentlich mein Geld? Digga, warte mal, Leontin, hast du mein Geld mitgenommen? Ja. Hast du mein Geld? Ja, wo soll ich denn jetzt hinkommen? Hast du mein Geld? Du hast Geld? Ja, wo sollen wir jetzt hin? Was wollen wir denn hier überhaupt? Ich will dir was zeigen? Ja, ja. Hey, was machst du? Digga, was machst du mit meinem Geld? Mein Geld? Hä? Ja. Digga! Digga! Wow, du hast mein ganzes Geld runtergeworfen! Und jetzt hast du Digga, mein ganzes Geld! Oh, ich bin so sauer auf dich! Ich hab jetzt das ganze Geld da runtergeschmissen! Jetzt hab ich auch noch ein Leben verloren! Mist, ihr seht, ich hab nur noch eins! Digga, ich bin richtig sauer auf dich! Ja. So, Leute, Leontin meinte halt was Nice geholt, ich wollte einen Döner essen. Hast du Döner gut, Leontin? Ja, ja. Digga, lass mal für Döner essen hier. Digga, was ist das denn? Boah, was ist das? Digga, ich wollte einen Döner essen. Willst du mich verarschen? Was ist das?
So Leute, ich bin jetzt hier in so einem Faschingsladen. Ich habe mir überlegt, ey, guck mal, die haben hier so Luftspray, glaube ich. Ich werde sagen, ich kaufe das so. Mensch, sprühe ich damit Leontin einfach so von hinten an. Der wird bestimmt richtig ausrasten und rumschreien, Leute. Ey, bevor du mir das einsprayst, kannst du was anderes machen. Hä, wieso schreist du gar nicht? Ja. Hä, was hast du denn da für billigen Kram? Hä, wieso schreist du gar nicht? Digga, Leute. Scheiße, ey, Leute, es hat nicht geklappt. Mist, ey. Mist. Du denkst auch, dass du mich mit so einem 1-Euro-Ding so erschreckst, Digga. Ja, warum schreist du denn nicht? Wenn du mich reinlegen willst, musst du früher aufstehen, Digga. Ich hol mir die 10.000. Ja, okay, ey. Mist, ey. Ja, okay, Leute, wir gehen erstmal weiter. Auch mal. Nee, Mann. Let's go. Oh, shit, es hat nicht geklappt. So, Leute, wir sind ja wieder beim Automobilzentrum Rhein-Neckar. Schaut euch mal, was die hier für Karren stehen haben. Also unglaublich, ey. Wirklich richtig geil, diese Autos hier alle, ne? Ey, auch da vorne die Halle. Und ja, ey, Leontin, schau dir mal kurz den blauen da vorne an. Ey, Leute, ich habe eine richtig geile Idee. Und zwar werde ich das so machen. Ich werde den Leontin pranken. Ich habe den Schlüssel für Lamborghini. Schau mal von den hier. Alter, ist der fett, ne? Ganz ehrlich. So, ich habe mir überlegt, Leute, schreibt erstmal in die Kommentare, wie ihr dieses Auto findet. Soll ich den kaufen, ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare, dann hole ich den Wagen. Und verlost ihn an euch, wenn ihr wollt. So, ich überlege, ich starte den einfach. Und ich hoffe, dass Leontin sich dann richtig erschrecken wird. So, Leontin. Ja. Kannst du gleich mal vorne beim Auto gucken da, ne? Ja. Ey, Alter, Leute, gebt euch mal dieses Auto. Bruder, ist der fett. No joke. Alter, ist der krass. So, Leute, der Wagen ist so krass. Leontin wird bestimmt gleich richtig losschreien. Ich würde sagen, der soll mal einen Soundcheck machen. Hier, Leontin. Ja? Ich habe eine Idee. Und zwar, geh mal nach hinten. Man hat gesagt, ich soll schauen, wie der Auspuff ist. Nein! Digga! Alter! Nein, scheiße, ich hab ein Leben verloren! Nein, Digga! Ey, der Auspuff ist so geil! Alter, der ist echt laut, der Wagen, ne? Oh mein Gott! Ey, aber du hast geschrien, du hast Leben verloren! Ey, Mann, wie viel Leben habe ich noch? Ja, weiß ich nicht, seht ihr eingeblendet? Setz dich mal rein, komm, wir fahren eine Runde! Alter, Leute. Ja, Mann, er hat es jetzt verloren. Ich wusste, dass er jetzt schreit. Wir fahren jetzt erstmal, würde ich sagen, zur nächsten Drehlocation, ne? Mit dem Lambo, Leute. Ey, lass mal zum Wasserrutschenpark. Da habe ich eh eine Idee. Ja, okay, Leute, fahren wir jetzt zum Wasserrutschenpark. Ey, ich habe eh noch was richtig krasses vorbereitet. So, Leute, jetzt hole ich mir erstmal einfach Klebeband. Marvin ist dort irgendwo dort hinten. Wenn wir einfach schwimmen gehen, klebe ich mir einfach den Mund zu. Und dann hört man nicht, wenn ich schreie. Ey, Digga, das ist so eine gute Idee. Einfach 3000 IQ, Digga. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir im Schwimmbad sind. So, Leute, wir sind jetzt angekommen im Wasserrutschenpark. Ja, und die ist richtig gefährlich, warte, Leute. Was? Hä, hey, was denn? Hä? Was ist das denn hier? Was willst du damit? Wenn du mal Mund kleben, dann wirst du das hören, das ist Falle. LOL! Digga, der schüttelt ja total. Ja, okay, dann komm. So, Leute, wir sind jetzt angekommen hier bei der Rutsche. Digga, die ist schwer. Digga, der cheatet einfach. Ich schwör, ich bin so sauer. Oh, Leute, Leontin rutscht. Digga, der ist einfach bei Rot gerutscht. Oh mein Gott, Alter. Ich hab euch geschrien. So, Leute, jetzt muss ich rutschen. Ich hab richtig Schiss, sag ich euch. Oh nein, Digga. Leute, ich hab vergessen, dass ich das Handy in der Hand hab. Ich hab das Handy doch in der Hand. Oh nein. Shit. Ich darf nicht schreien. Oh mein Gott! Ey, wieso rutscht geht das denn hier? Digga, ich schneide irgendwie! Digga, mein ganzes Handy wird nass! Ey, Leute, wir gehen jetzt weiter! Digga! Mein Handy ist total nass! Ich glaube, der Ton geht auch gar nicht mehr! Marvin, halt mir mal hier kurz an! Hä, hey, was ist denn? Willst du kurz hier ran oder was? Hey. Digga, wir sind doch auf dem Weg, ey! Ich will das hier! Ja, Digga, warte, ich halt doch an, Digga! Hier sind noch alles Leute! Ja, ich fahr schon! Digga, Leontin, wo gehst du denn hin jetzt? So, Leute, jetzt werde ich erstmal einfach hier die Burger Pommes Limo nehmen und er hat nur noch eine einzige, werde ich so auf den Boden hauen. Deine letzte Limo, gell? Ja, ey, Leontin, was willst du damit machen? Nein, nicht schmeißen. Drei oder schmeiß sie auf den Boden. Ey, nein, das kannst du nicht machen. Nein! Nein! Ich habe aber nicht geschrien. Das ist meine letzte Limo gewesen. Ey, das kriegst du so zurück. Oh
So, Leute, Marvin ist gerade dort hinten das Parkticket bezahlen. Und jetzt, ich habe eine richtig krasse Idee. Ich werde jetzt einfach ins Auto einfach eine richtig krasse Beute reintreten. Und er hat nur noch ein Leben. Ey, der wird so ausrasten, der wird so schreien. Dann werde ich gewinnen und habe die 10.000 Euro. Ich mache da eine richtig krasse Beute rein. Ey, wir sehen uns gleich wieder, wenn Marvin da ist. Ey, Marvin, was geht? 25 auf in das Scheißpack. Digga, ey. Lass mal weiter jetzt hier. Ey, warte. Was wir haben beide noch ein Leben. Ja. Ey, ich würde das jetzt nach Credit machen. Was ist dein Lieblingsauto? Hier, das ist mein Lieblingsauto. Hä, was sonst? Was? Hä, wieso? Das ist jetzt das letzte Mal, dass du mit deinem Auto gefahren bist. Hä, wieso? Ich hoffe, das war's. Digga, was? Hä, Bruder? Digga, was hast du gemacht? Digga, bist du bescheuert? Guck mal, da ist voll die Beule drinne. Digga! Guck dir das mal an! Digga, ist der dumm oder so? Ey, Leontine, du hast die ganze Tür kaputt getreten. Weißt du, was das für ein Schaden ist? Was für zwei, Digga? Guck mal, Digga. Ey, Junge, ich bin... Aber jetzt habe ich die 10.000 Euro verloren, weil ich geschrien habe und der hat mein Auto kaputt gemacht. Ich bin so sauer. Lass den Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Ich höre ihn gleich. Digga, der hat mein Auto kaputt gemacht. Oh Mann.